Ja, Fußball ist nur ein Spiel, sagen einige. Aber davon merkt man hier heute gar nichts. Dies ist die zweifellos wichtigste Partie, wenn nicht sogar das herausragende sportliche Event der Woche. Was auch erklärt, warum hier im Stadion eine solche Festivalstimmung herrscht. Das Emirates Stadium, seit über 10 Jahren die neue Kathedrale von Arsenal. Für alle, die erst später dazugestoßen sind, der Ball, der rollt schon. FC Arsenal gegen Deutschland. Gutes Auge, guter Pass. Mbappé. Den hat er. Da kommt die Flanke. Macht er richtig, dass er da den Mitspieler mit einbindet. Das nennt man effektives Passspiel. Saliba. Ich glaube, Marco, man kann das ruhig mal so sagen. Giuseppe Bergomi steht für harten Einsatz. Hansi, so wie die Italiener nun mal so sind. Kompromisslos. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Gelbe Karten für ihn die absolute Ausnahme. Der Typ ist der Inbegriff von hart, aber fair. Der schenkt ihn einfach her. Abstoß für Deutschland. Ja, das Geschenk, das kann man mal annehmen. Neymar hat diese Chance einfach klasse genutzt. Die Balleroberung genauso, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann machen sie alles richtig und sie machen das Tor.
Ich glaube nicht, dass das so im Matchplan war. Beckenbauer. Hier ist Messi. Mbappé. Und raus, nach rechts. Jetzt den präzisen Pass spielen. Langer Abschlag vom Keeper. Nein, nein, den wollte er nicht vorbeilassen diesmal. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. Und hier steht's 1:0. Albert Ferrer. Ja, das war faul. Ganz klar, Freistoß. Vieira. Und die Bahn ist frei. Hier ist die Gelegenheit. Snyder. Und jetzt Wilshere. Er nimmt ihn an und tut. Jetzt er zieht ab. Tor! Was ist hier los? Alles wieder ausgeglichen. Ich glaube, dieser Rückstand war der Weckruf für sie. Auf einmal hatten sie mehr Zug in den Aktionen. Stellt sich die Frage, warum nicht gleich so? Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Damit geht's wieder komplett von vorne los. Sie haben das Tor gemacht und dann haben sie sich gefreut. Sie haben sich zu viel gefreut. Sie haben sich zu früh gefreut. Und gleich wieder zurück. Die Hälfte des ersten Durchganges ist vorbei. Mir gefällt das bislang, was ich hier sehe. Messi. Ein guter Ball und sie sind durch. Die Chance. Er entscheidet sich dafür, erstmal hinten rum zu spielen. Und der Pass nach hinten. Macht er den? Lionel Messi mit der Möglichkeit. Spielverlagerung auf die linke Seite. Ein schwacher Pass. Albertini. Das könnte Mbappé. Tor für Arsenal. Und damit ist das Comeback perfekt. Was sagst du zu diesem Tor, Hansi? Na klar, war das ein sehenswerter Abschluss, aber wenn er so frei... Und ein Schuss! Er ist drin! Zwei Tore Vorsprung, alles unter Kontrolle. Kahn war blitzschnell zur Stelle, aber beim Nachschuss konnte er nichts machen. Er macht den Fehler, der Gegner schaltet nicht ab und der Ball ist im Tor. Und damit sind sie jetzt schon zwei vor. Sie sind jetzt in einem richtigen Flow und ich glaube, der Trainer wäre gut beraten, Ihnen zu sagen, jetzt weitermachen, immer weitermachen. Raus aus dem Gefahrenbereich. Vieira. Da läuft das Bällchen, das ist wirklich schön anzusehen. Ab auf die linke Seite. Es geht über links. Die letzten Minuten der ersten Hälfte sind angebrochen. Carlos gewinnt den Ball für sein Team zurück. Messi. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Raus auf die linke Bahn. Das ist eklig für die Verteidigung. Solche Laufwege. Und es ist passiert. Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er da eigentlich so frei stehen? Darüber wird zu reden sein. Diese Freiräume darf man so einem wie ihm einfach nicht geben. Man weiß doch, dass er finalisieren kann. Der Hattrick ist perfekt.
Dem gelingt heute einfach alles, wenn der mich nach dem Spiel ins Spielcasino einlädt. Ich gehe gerne mit. Inzwischen ist es... Das waren die ersten 45 Minuten. Just a quick announcement, and it's 1-2. We're about to announce today's lottery numbers. Please watch the screen if you have a ticket. Substitution in progress. Der Anstoß für den zweiten Abschnitt. Deutschland kommt mit einer veränderten Aufstellung auf den Platz. Zweifellos eine Reaktion auf das Ergebnis der ersten Hälfte. Das war ein brillanter Ball. Deutschland hat hier großes Glück gehabt. Da müssen sie aufpassen. Also für das Tackling, da gibt es das Lob vom Freistoß für Arsenal. Keine Verwarnung. Der Unparteiische belässt es gerade noch so bei einer Ermahnung. Den Fehler haben sie vorher gemacht. Er war auf dem allerbesten Weg zum Tor und sie konnten ihn nur noch so bremsen. Auf jeden Fall ist diese Situation vielversprechend. Abstand passt, auch der Winkel ist nicht ungünstig. Messi! Und weg damit! Einfach mal rausgedonnert. Wieder Einwurf für sie. Saliba. Albert Ferrer. Wilshere. Fabian Ruiz. Und jetzt Mbappé. Snyder. Lookman ist in aussichtsreicher Position. Joao Cancelo. Vieira. Guter Spielaufbau mit einer ganzen Serie von präzisen Bällen. Da ist er vorbei! Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Er hat die Lücke gesucht und ich bin mir ziemlich sicher, diese Lücke hat es nicht gegeben bei so vielen Beinen im Strafraum. Sie haben 45 Minuten lang so gut wie nichts von ihrem Potenzial. Er zieht auf! Da war er mit den Fingerspitzen noch dran. Das zeigt, wie gut sie hier in die Konter reinkommen. Unglaublich viel Tempo und Dynamik. Das Team holt sich die erste Ecke des Spiels. Substitutions taking place. Outside.
Sache, weg mit dem Ding. Das ist Iniesta. Starker Ball, hält er drauf. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Was für ein Getümmel. Ich bin mir ziemlich sicher, da gab es einfach kein Durchkommen. Lookman. Bergomi. Bei wem der wohl landet? Albertini. Da ist die Chance. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Iniesta wird bereits in der Torschützenliste geführt. Iniesta. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Da ist die Chance. Sie bekommen ihre zweite Ecke. Vieira! Chance gesehen und genutzt. Mein lieber Mann, der Abstand hier wird immer größer. Das geht jetzt einfach viel zu einfach. Der Ball, der war noch abgefälscht, wird aber wohl trotzdem dem Angreifer gutgeschrieben. Sie zerlegen ihren Gegner in seine Einzelteile. Albertini. Joao Cancelo. Den Ball abgeluchst. Wilshere. Vieira. Mbappé. Und der Konter läuft. Den nimmt er dankend entgegen. Absolut, richtig gut. Und er zieht ab. Der kommt irgendwo in der Innenstadt wieder runter. Der Angriff, klasse. So sieht moderner Kombinationsfußball aus. Allerdings am finalen Moment des Torabschlusses, da müssen Sie noch arbeiten. Substitution for Arsenal. Number 10. Beide Teams wechseln. Number 22, Iniesta. Number 14, Messi. Coming on the field. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Dennis Baker. Die Idee ist gut, der Ball geht rechts raus. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Substitution. Joao Cancelo. Diego Maradona am Ball. Und die Kontergelegenheit. Neymar. Kimmich. Er geht zum Torhüter. Der Torhüter haut ihn weit raus. Ganz klar, Einwurf. Maradona. Albertini. Jorginho. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Lookman. Okay, das sieht vielversprechend aus. Joao Cancelo. Das ist Maradona.
ab auf die linke Seite. Alle arbeiten mit und das bedeutet, du hast immer Optionen. Die Eingabe kommt. Four added minutes has been indicated. Neymar. Maradona. Wer sieht Diego Maradona? 4 Minuten zusätzlich bis zum Schlusspfiff. Spielverlagerung auf die linke Seite. Das ist Mbappé. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Der Ball kommt gefährlich zur Mitte. Der Schlusspfiff, das war's für sie. Ja, man sollte nie aufstecken. Das hat man vielleicht heute gelernt.